afrikanische Polizei hat dazugelernt. Im Park gibt es ein Tempolimit von 50 Kilometern. Und dieser Südafrikaner hat es wohl überschritten. Ein Stück des Weges weiter treffen wir auf eine große Herde Giraffen. Carsten meint, dass das wohl die gesamte Population hier im Kalagadi-Park ist. Der Kalagadi-Transfrontier-Nationalpark ist mit 38.000 Quadratkilometern eines der größten geschützten Ökosysteme im südlichen Afrika. Kalagadi bedeutet nach den hier lebenden Menschen Platz ohne Wasser. Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt zwischen 150 und 300 mm. Im Westen grenzt der Nationalpark an Namibia. Dies ist der erste sogenannte Peace Park. Es gibt keine Grenzzäune, sodass die Wildtiere in ihren jahreszeitlichen Wanderungen nicht behindert werden. Die Flora und Fauna ist ganz anders als in den Tierschutzgebieten des nordöstlichen Südafrikas. Pure Kalahari-Landschaft, rote Dünen, spärliche Grasnarben, dornige Büsche und riesige Kameldornbäume dominieren die Landschaft. Von den als Big Five bekannten Tieren kommen nur Löwe und Leopard vor. Für Elefanten, Nashörner und Büffel ist es zu trocken. Die Tiere treffen sich alle an den künstlichen Wasserlöchern. Ab und zu gibt es natürlich Streit, wer als erstes trinken darf. Tja, und diese Oryxe hätten wir schön von vorne beim Trinken aufnehmen können, wenn nicht bei der Anfahrt an das Wasserloch ein lautes Stopp durch den Bus getönt wäre. Und das bei offenem Fenster. Die Tiere flüchten natürlich sofort und uns bleiben nur die Hinterteile und das in großer Entfernung. Eine Herde Gnus kreuzt unseren Weg. Und so sind wir einmal relativ nah an den Tieren zum Filmen und Fotografieren. Auf diesem Weg entwickelte Ute auch den Begriff Tsunami-Tour. Denn meistens hielten wir in weiter Entfernung und nicht zu nah. Ein Toilettenstopp verschafft uns eine kleine Pause im Geschaukel und Gequietsche unseres Busses. Celia klettert natürlich gleich auf einen umgestürzten Baum. Zeit, um den Magen mit ein paar Naschsachen zu verwöhnen.
dem Moment habe ich den Karten und dann geht es mal so weit. Springböcke gibt es hier eine Menge. Ein paar Löffelhunde graben im Kalahari-Sand. Mittlerweile ist es Mittag geworden und ziemlich warm. Die Oryxe haben sich niedergelegt, um zu ruhen. Oryxböcke im Konkurrenzkampf. Heute ist anscheinend ein streitlustiger Tag. Auch die Giraffenbullen kämpfen miteinander. Die ganze Streiterei geht den Straußenmännchen auf den Wecker und sie wandern ab. Mama Strauß führt ihre Küken aus.
Bei unseren morgendlichen Pirschfahrten erblicken wir zum ersten Mal in freier Natur afrikanische Wildkatzen. Interessiert beobachten wir diese seltenen Tiere. Sekretärvögel stolzieren durch das Gras. Springböcke haben sich niedergelegt, um wiederzukäuen. Oryxe beobachten das Ganze von etwas außerhalb und sind am frühen Morgen schon wieder bereit zum Machtkämpfen. Thank you.
Hinwerfen. Borstenhörnchen verlassen ihren Nachtschlafplatz. Ein Tuckernvogel beobachtet das Treiben etwas skeptisch. Und dann finden wir die Könige der Kalahari. Ein Rudel Löwen döst unter einem Baum. Ein Stück weiter treffen wir auf die schnellste Raubkatze der Welt, den Gepard oder wie man hier sagt, Cheetah. An einem Wasserloch trinkt ein Strauß seinen Morgenkaffee.